Hallo und herzlich willkommen auf Hof Bergmann. Heute möchte ich euch zeigen, wie ihr aus Milch Butter gewinnen könnt und was ihr dafür alles tun müsst. Und zwar beim Kuhstall gibt es nicht nur die Melkstation, wo ihr die Milch mit einem Kotte Universal Fass abpumpen könnt und dann weiterverarbeiten könnt, sondern ihr habt in der Milchstation auch noch die Möglichkeit, Butter herzustellen. Und das werde ich euch zeigen, wie ihr das am einfachsten macht. So, hier seht ihr, dass wir knapp 4000 Liter Milch zur Verfügung haben. Und damit jetzt Butter in einem Fass entstehen kann, braucht ihr diesen kleinen Handwagen, nenne ich es jetzt mal, mit dem Fass. Dort steigt ihr ein und fahrt ihr hin. Jetzt sind 1000 Liter drin, ansonsten könnt ihr es hier an diesem Punkt auffüllen. Das könnt ihr ganz normal bewegen, das Fass. Und auch lenken. Und dann fahrt ihr hier die Rampe hoch, bis euch der Trigger angezeigt wird. Dann auf Auskippen gehen. Dann hört ihr schon plätschern. So, wenn die Milch drin ist, könnt ihr aussteigen. Diesen Handwagen könnt ihr auch einsteigen und wegfahren, aber ich sag mal so, er ist nicht zwingend notwendig, ist ein nettes Utensil, was hier als Mod verarbeitet ist. So, das heißt, hier sind jetzt 1000 Liter Fass drinne, 1000 Liter Milch drinne im Buttermaker. Und jetzt dauert das einen Moment, bis hier die Butterproduktion angestoßen wird. Eigentlich muss man dafür nichts tun. Wir warten einfach mal ab. Ah, Butter im Fass, Palettenplatz nicht frei. Okay. Was auch immer das in dem Moment heißt. Das ist ja hochinteressant, warum das hier angezeigt wird. Ah ja, okay, Rätsel ist gelöst. Ihr müsst dann letztendlich mit diesem Milchfass müsst ihr die Rampe wieder verlassen, dann steigt ihr aus. Jetzt hat sich das Fass dort gebildet. Genau. Und jetzt fängt es an, dass da die Butter reinläuft. Jetzt warten wir noch, bis es voll ist. Ich finde diesen kleinen Fendt super, weil man damit unheimlich praktisch Kleinigkeiten transportieren kann. Er ist wendig, relativ schnell mit über 40 km/h. Da kann man ihn da wirklich für so kleine Arbeiten super nutzen. So, dann warten wir mal ab. Ich würde die Zeit nutzen und zeige euch nochmal die Wiese, die ich meine, wo ich die Milchkanne gefunden habe. Vielleicht steht da in der Zwischenzeit wieder eine Milchkanne. Ja. Ah ja, und hier stehen jetzt zwei Milchkannen. Die kann man einfach anfassen. Und hier einladen.
So. Die werden mir jetzt auch nicht angezeigt als Ladung. Deswegen habe ich keine Ahnung, wie viel Milch sich in so einer Milchkanne befindet. Dann könnte man die entweder auf dem Milchhof verkaufen oder, was ich mal ausprobiere, ob man aus den Milchkannen nicht auch Milchpaletten machen kann, die ich dann hier an unserem Pallet Selling Point zu einem höheren Preis veräußern kann. Und dann können wir auch gleich mal gucken, was unsere Butterproduktion macht, ob das Fass jetzt in der Zwischenzeit voll ist. Die Maschine arbeitet, das hört man. Ja, ist schon mindestens mal ganz gut dabei, hat sich verdoppelt die Menge. Dann nehme ich mir hier die Milchkanne. Ja. Und fahre mal zur Palettenmaschine, ob man die da irgendwie umfüllen kann und ob diese Milchkannen sich weiter verarbeiten lassen. So, abgekoppelt ist es. Das ist übrigens hier auch unser Pallet Selling Point, den wir hier errichtet haben. Den kann man sich als platzierbares Objekt überall in der Karte hinstellen. Wir haben das auf unserem Hof gemacht. Das ist natürlich der einfachste Weg. Hier ist das. Und da sieht man auch, was alles als Paletten hergestellt werden kann. Ob Milchkannen dazu gehören, ich lasse mich jetzt mal überraschen. Als erstes probiere ich mal ganz nah ranzufahren. Wenn man zum Beispiel Milch in einem Kotte Universalfass hat, dann langt es, wenn man hier ganz nah ranfährt, dann wird einem sofort angezeigt, dass man es umladen kann. Hier wird es einem nicht angezeigt. Dann nehme ich jetzt mal manuell eine Kanne raus. Kanne steht, wird aber nicht erkannt. Gut. Dann werden wir jetzt diese Kannen erstmal drinnen lassen. Dann schauen wir mal, was die Butterproduktion macht. Und sobald wir ein Butterfass haben, würde ich das hier aufladen und dann würde ich zum Milchhändler fahren und dort das Butterfass verkaufen, zusammen hier mit der Milch. In der Hoffnung, dass die Milchkannen dort angenommen werden. Wir lassen uns mal überraschen. Ja, das läuft noch. Ja, 100%. So. Jetzt ist ganz wichtig, man muss das Butterfass hier rausnehmen, weil sonst wird kein nächstes drunter gestellt. Wenn das mit 100% voll ist, dann stoppt die Butterproduktion. So, jetzt dauert es noch wieder einen kleinen Moment, bis sich dann ein neues Fass hinstellt. Die Zeit nutzen wir und fahren mal zum Milchhandel. So, hier ist der Milchhof, Erfurter Milchwerke GmbH. Dann gucken wir mal, was wir hier verkauft bekommen. Ja, wunderbar. Alles wurde verkauft. Schön. So macht man aus Milch Butter. Die Butter wird in Fässern verladen und die Milchkannen kann man hier abgeben und verkaufen. Eine schöne Abwechslung zum normalen Alltag. Vielen Dank für das freundliche Zuschauen und bis demnächst. Tschüss!